بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Im letzten Dars sprachen wir über die Bestandteile des Al-Iman Billah. Was bedeutet der Al-Iman Billah? Und wir sagten, er besteht aus vier Komponenten. Diese vier Komponenten sind Nummer eins. Die Nummer eins ist sozusagen die Grundlage für alle weiteren drei Bestandteile. Der Al-Iman bi Wujudillah. Das heißt, der Glaube an die Existenz Allah Ta'alas. Das ist eine Voraussetzung für alle anderen kommenden Komponenten des Iman. Und zwar der Iman an die Rububiyyah Allahs, der Iman an die Uluhiyyah und der Iman an die Al-Asma wa Sifat. Das sind so die vier Komponenten des Iman. Wir waren stehen geblieben bei dem Punkt 1, der Iman an die Existenz Allah Ta'alas. Und ich hatte in der eingangs erwähnt gehabt, dass die Muslime davon ausgehen, dass der Glaube an die Existenz eines Schöpfergottes etwas ist, das in der Veranlagung des Menschen bereits existiert. Wie Allah Ta'ala sagt, Fitrat Allah, die Veranlagung Allahs, yani die Veranlagung, auf die er die Menschen geschaffen hat. Und wir hatten auch die zwei Ahadith erwähnt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er sagte in dem Hadith Qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fajtalathum ash-shayatin. Ich habe meine Diener alle ohne Ausnahme als Hunafa erschaffen. Al-Hunafa bedeutet mit einer Veranlagung zum Tawhid, mit einer natürlichen Veranlagung zum Tawhid, zu dem natürlich auch der Iman an die Existenz Allah Ta'alas gehört. Und er sagte in dem Hadith, jeder Einzelne wird auf den entsprechend der Veranlagung geschaffen. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِ. Seine Eltern machen aus ihm einen Juden oder einen Christen. Ich hatte im letzten Dars etwas ansprechen wollen, was im Laufe des Gesprächs aber dann irgendwie in den Hintergrund gerückt ist und ich habe es vergessen. Und zwar, was es bedeutet, wenn wir von der Fitra reden, dass es eine Veranlagung zum Tawhid gibt, eine Veranlagung zum Islam. Was ist damit gemeint? Ich hatte die Frage gestellt, bedeutet es, wenn wir ein Kind beispielsweise isolieren von äußerlichen Einflüssen, komplett isolieren, und dass das Kind in dieser Isolation aufwächst, bedeutet es, dass es den Tawhid, die Erkenntnisse des Tawhid irgendwie in sich tragen wird, oder was genau soll man darunter verstehen? Ibn Abdul Barr, Himaullah, ein großer malikitischer Rechtsgelehrter, einer der größten seiner Zeit, der das Buch Al-Istidkar geschrieben hat und Al-Tamhid, sind Erklärungen zu Al-Muwatta, die größten Erklärungen zu der Al-Muwatta von Al-Imam Malik. Die Muwatta von Imam Malik, in welcher Reihenfolge kommt sie vor, so chronologisch, hinsichtlich der Verfassung von Hadith-Werken? Vor Bukhari oder nach? Vor Bukhari. Vor Ahmed? Ahmed ist der Sheikh von Bukhari und Muslim. Das Al-Muwatta von Imam Malik ist das erste erhältliche Hadith-Buch, was wir haben, in schriftlicher Form. Al-Imam Malik ist, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 179 nach der Hijra gestorben. Al-Hijra. Und die hat er im Auftrag eines Khalifa geschrieben, das war in der abbasinischen Dynastie. Er hat verlangt von Al-Imam Malik, dass er ein Buch verfasst, der die Texte beinhaltet, die um die Ahkam handeln, die die Menschen betreffen in ihrem allgemeinen Leben. Und er hat es auch gemacht,
Und als das Buch fertig geschrieben worden ist von Malik, wollte dieser Khalifa das verbreiten in der islamischen Welt und die Menschen sozusagen gesetzlich dazu verpflichten, sich nach diesem Buch zu richten. Aber Imam Malik hat das ihm untersagt. Er hat ihn darum gebeten, dies nicht zu tun, mit einer Begründung. Er sagte, die Menschen haben an jeder Örtlichkeit ihre Gelehrte. Von den Sahaba und den Tabi'un, den Atba'u Tabi'in. Und sie haben von ihnen Dinge gelernt und beigebracht bekommen oder werden, yani Ahkam wurden geurteilt dort, die sozusagen eine gewisse Anwendung bekommen haben und bekannt geworden sind unter diesen Leuten. Die kennen nichts anderes. Die kennen die anderen Sachen nicht. Das ist ein allgemeines Laienvolk, kennt nichts anderes. Und deswegen, aus diesem Grund hat er ihm verboten, das Buch gesetzlich sozusagen zu verpflichten. Das würde nämlich zu Irritierungen führen bei dem Laienvolk. Es würde zu Irritieren führen. Und die andere Sache ist ja, wie bekannt, dass diese Meinungsverschiedenheiten größtenteils legitim sind. Legitime Meinungsverschiedenheiten. Daher ist es nicht angebracht, Urteile, die auf Vermutungen basieren, in einer Zwangmaßnahme durch Urteile auszutauschen, die ebenfalls nur auf Vermutungen basieren. Oder? Die Regel besagt, al-dhannu la yarfa'uhu illa al-yaqin. Vermutungen werden nur durch, oder Spekulationen, Vermutungen werden nur durch Gewissheit aufgehoben. Aber die meisten Ahkam der Scharia, wie wir das schon oft gesagt haben, sind nicht gewisse Ahkam. Sie haben eine gewisse Eventualität. Es besteht immer ein Potenzial für das Gegenteil. Daher sagt der Imam Malik selbst, wenn er über ein Thema gefragt worden ist, nach einer Fatwa gefragt worden ist, er beendete seine Antwort manchmal mit der Aussage, وَإِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّ. Das ist ein Vers aus dem Koran. Wir hegen nur Vermutungen. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Gewissheit haben wir nicht. Gewissheit haben wir nicht. Und auch die Al-Shafi'i, diese Aussage habe ich noch nicht schon millionenmal genannt, aber ich persönlich mag sie. Sie zeigt einfach die Einstellung der Fuqaha zum Fiqh, wie sie den Fiqh sehen. Er sagte, قَوْلِ صَوَاب يَحْتَمِلُ الْخَطَى. Meine Aussage ist richtig. Sie ist richtig, kann aber potenziell falsch sein. Die Aussage der anderen ist falsch, kann aber potenziell richtig sein. Also das Potenzial ist da. Natürlich sagt man das nicht bei Dingen, in denen es den Konsens der Muslime gibt. Yani, es kann nicht sein, dass jemand sagt, ich glaube, das Gebet besteht aus 4 Gebeten am Tag, ja, aber möglicherweise sind es auch 5. Das wird nicht geduldet. Nicht jeder Khilaf wird geduldet. Genauso wie es nicht geduldet werden kann, dass jemand sagt, ich gehe davon aus, meine Meinung ist, dass der Koran aus 120 Suren besteht. Die Aussage der anderen ist, dass er aus 114 besteht. Das wird nicht geduldet. Geduldet wird der Khilaf dort, wo die Texte das auch zulassen. Wie dem auch sei, Ibn Abdul Barr war der Auffassung, er hat die Texte der Fitra wie folgt ausgelegt. Er sagte, auf der Fitra diese Veranlagung zu haben, in sich zu tragen, bedeutet nicht, dass der Mensch, wenn er in Isolation lebt, dass er diese Erkenntnisse, diese Informationen über den Tauhid irgendwie aus sich selbst heraus gewinnen wird. Was bedeutet dann die Fitra? Wie kann man sie dann noch deuten? Er sagte, die Fitra bedeutet, dass er eine Bereitschaft dazu hat. Er hat eine Bereitschaft in sich. Das heißt, es gibt so eine Andockstelle sozusagen. Ja, da können die äußeren Einflüsse andocken
und die Fitra sozusagen zum Blühen bringen. Das bedeutet aber nicht, dass der Mensch einfach, wie gesagt, aus sich selbst irgendwie Informationen erzeugt über den Tawhid. Das bedeutet einfach, dass er eine Bereitschaft dazu hat. Das ist ähnlich wie die Aussage der Fuqaha. Das ist aber eine Auffassung. Es gibt natürlich auch andere Auffassungen. Das ist ähnlich wie die Aussage der Fuqaha oder der Usulion. Wer ist der Faqih? Wer ist ein Rechtsgelehrter? Sie sagen folgenden Aussatz. Man arafa jumlatan, man arafa al-ahkam al-fiqhiyya al-amaliyya. Wer die praxisbezogenen Ahkam des Fiqh kennt. Die praxisbezogenen Ahkam des Fiqh kennt. Also alle. Alle Ahkam. Gibt es jemanden, der jeden einzelnen Hukm der Scharia präsent im Kopf hat? Sodass du ihn nur fragen musst und er kann sofort abrufen, alle möglichen Fragen und Antworten, alle möglichen Masail. Selbst die größten Mujtahidun hatten nicht diese Kapazität. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist kein Mujtahid in diesem Sinne oder ein Rechtsgelehrter. Denn der Ijtihad bedeutet, durch das, zu den Rechtsurteilen durch eine gewisse Forschung zu kommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kommt aber nicht durch Forschung, oder? Bei ihm gehen wir vom Wahyi aus. Bei ihm. Al-Imam Malik wurde über einen, jemand kam aus dem Al-Andalus, aus Andalusien, kamen sie zu Al-Imam Malik, weil er hatte schon zu seiner Lebenszeit einen gewissen Namen gehabt in der islamischen Welt. Und man sagte auch über ihn, wenn Malik in Medina ist, wenn er in Medina ist, ist niemand berechtigt, Rechtsurteile zu sprechen in seiner Anwesenheit. Oder man sagte auch über ihn, Al-Shafi'i sagte über ihn, wenn die Ulama genannt werden, dann ist Malik ein Stern im Himmel, also im Himmel der Ulama. Al-Imam Malik, eine Gruppe von Leuten kam aus Al-Andalus zu ihm, um mit gewissen Rechtsfragen. Sie wurden ausgeschickt von dort. Und er hat eine Menge dieser Fragen mit der Aussage beantwortet, ich weiß es nicht. Er wurde über 40 Sachen gefragt, glaube ich, um die 40. Und er hat bei 15 bis 20 Fragen hat er gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat der Mann sich gewundert. Er sagte, die Leute sprechen von dir und so, loben dich. Und ich habe so einen weiten Weg hier auf mich genommen, um dich zu fragen. Und was soll ich den Leuten sagen, wenn ich zurückgehe? Er sagte, sag ihnen, Malik hat gesagt, er weiß es nicht. Was ich damit sagen will, ist, Imam Malik war ein Mujtahid oder nicht? Er war ein Mujtahid. War ein Rechtsgelehrter, ein Faqih? Er war ein Rechtsgelehrter. Diese Definition der Usulion, trifft sie auf ihn zu oder nicht? Die Definition sagt, der Faqih ist der, der alle Ahkam der Scharia kennt. Entweder ist die Definition nicht korrekt oder diese Definition muss ein bisschen eingeschränkt werden. Und sie wird eingeschränkt. Was sagen Sie? Das ist der Punkt, das ist die Ähnlichkeit bei der Geschichte mit der Fitra, deswegen erwähne ich das hier. Sie sagen, man arafa al-ahkam al-fiqhiyya bil-quwa al-qariba, bil-fi'l au bil-quwa al-qariba. Was heißt das? Wer die Ahkam der Scharia tatsächlich kennt, also im Moment der Frage, sind sie präsent, sie sind bei ihm da, er kann sie sofort abrufen, oder er hat die Kompetenzen dazu, die Fähigkeit und die Bereitschaft dazu, sie schon bald herauszufinden. Und so ist es mit der Fitra. Es ist eine Bereitschaft im Menschen da, den Einfluss, den äußeren Einfluss des Tawhid anzunehmen. Wir können ja auch die äußeren Einflüsse des Kufr annehmen, oder nicht? Sagen wir dann auch, er ist veranlagt zum Kufr? Was bedeutet das? Die Bereitschaft bedeutet natürlich auch, dass eine Tendenz da ist, eine gewisse Tendenz, also eine Tendenz mehr zum Tawhid als zu seinem Gegenteil. Das ist die Fitra. Die Sache der Existenz Gottes,
eines Schöpfergottes ist aber nicht nur etwas, das auf die Fitra basiert. Und das ist eine wichtige Sache, die man begreifen muss. Die Fitra alleine ist kein entscheidendes, endgültiges Argument gegen den Menschen. Wisst ihr, was ich damit meine? Es gibt in der Veranlagung des Menschen oder in dem natürlichen Verstand des Menschen auch gewisse Erkenntnisse oder, ja, ich nenne es mal Erkenntnisse, auch hinsichtlich des Gut und Schlecht. Der Mensch, fast jeder Mensch weiß einfach so, instinktiv nenne ich das mal, dass das Lügen etwas Schlechtes ist. Und dass die Wahrheit, dass die, ehrlich zu sein, die Wahrheit zu sprechen, ein etwas Edles, Gutes ist. Die Menschen wissen, dass beispielsweise das Morden, unberechtigte Morden, etwas nicht Akzeptables ist, etwas nicht Gutes ist. Auch wenn sie das nicht unbedingt durch eine moralische Lehre oder eine Religion beigebracht bekommen. Das nennen wir auch Fitra. Jetzt eine Frage. Bevor, nehmen wir mal an, wir haben hier eine Gruppierung von Menschen, die nichts von der Risala, von einer göttlichen, prophetischen Botschaft mitbekommen haben. Sie haben nichts davon mitbekommen. Und unter ihnen, also sie sind noch nicht Träger von einer Botschaft. Die nennt man Ahlul Fatra unter anderem. Unter ihnen hat sich das Morden und Töten breit gemacht. Aber wir sagen, man weiß trotzdem, durch die natürliche Veranlagung des Menschen, durch seinen gesunden Menschenverstand, instinktiv, dass das nicht unbedingt eine gute Sache ist. Die Frage jetzt hier, werden sie für das Töten belangt vor der Offenbarung der Scharia, die ihnen das verbietet, vor der Offenbarung einer göttlichen Botschaft, die ihnen das verbietet, werden sie dafür belangt? In der Akhira? Im Sinne, dass, also belangen in dem Sinne, dass man zu ihnen sagt, hier, ihr habt ein Gebot gebrochen. Ihr habt ein Gebot gebrochen und ihr werdet dafür bestraft. Ihr bekommt das vergolten. Die Hujja ist alleine keine, die Fitra ist keine ausschlaggebende, endgültige Hujja. Sie ist nur eine unterstützende Hujja. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden nicht bestrafen, bis wir einen Rasul entsandt haben. Er hat nicht gesagt, wir werden euch bestrafen wegen der Fitra. Wir haben euch ja der Veranlagung nach geschaffen. Und das trifft auf viele Thematiken zu, auch Teilthematiken. Beispiel die Hoheit Allah Ta'alas. Al-Ulu, dass Allah Ta'ala über seine Geschöpfe ist. Das ist in der, durchaus kann man darüber sagen, dass es eine Sache ist, die instinktiv gewusst wird. Ein kleines Beispiel dazu. Ihr kennt bestimmt Abu al-Ma'ali al-Juwayni, der auch Imam al-Haramain genannt wird. Von den Shafi'iyya, es war ein Usul-Gelehrter. Ein Usul- und Fiqh-Gelehrter. Aber auf dem Madhab der Asha'ira. Und jemand kam zu ihm, und er war gerade in seiner Sitzung und sprach über die Thematik der Hoheit Allah Ta'ala, dass er über seinen Geschöpfen ist. Und dann sagte diese Person, die eingetreten ist bei ihm, er sagte zu ihm, sag mir doch, was ist das für ein Gefühl, das wir in uns haben? Wir haben ein Gefühl, ein instinktives Gefühl, dass wenn wir uns Allah Ta'ala zuwenden, ja, zum Beispiel in den Bittgebeten, dass wir unsere Hände oder unser Angesicht emporheben nach oben. Du hast noch niemanden gesehen, oder? Wir reden mal von den Menschen, die nicht gelehrt worden sind.
Weil wenn ich unterrichtet werde, beispielsweise Tag ein, Tag aus, dass Allah Ta'ala über den Geschöpfen ist, dann ist es selbstverständlich, dass ich das mache. Aber so das allgemeine Volk, die allgemeinen Muslime, die nicht viel wissen, die einfach nur den Koran lesen, ein bisschen die Hadith hören, nicht geschult und gebildet sind. Hast du schon mal jemanden gesehen, wenn er Dua macht, dass er mit seinen Händen und dem Gesicht nach Boden, Richtung Boden geht? Man hat instinktiv ein Verlangen danach, mit den Händen und dem Gesicht emporzusteigen, richtig? Er fragte ihn über diese Veranlagung im Menschen. Und dann sagte er, Hayyarani Fulan, und sagte sein Name. Er sagte, Fulan hat mich irritiert, aus dem Konzept gebracht. Weil er weiß das über sich selbst auch, dass er diesen Instinkt hat. Aber nehmen wir mal an, man kann das instinktiv wissen. Jemand weiß es nicht. Jemand interpretiert es anders um. Ist das erzwingend? Erzwingend? Oder sagen wir, er ist nicht unbedingt gebildet und gelehrt. Und er hat das irgendwo gehört, dass diese Verse, in denen es über den Ulu Allahs geht oder über den Istiwa, über den Thron, man hat ihm gesagt, das bedeutet so und so. Er ist kein geschulter Mann, er ist einfach ein ganz einfacher Mann. Er hört das von den Mashaikh und den Ulama und nimmt das so hin. Tayyib, sagen wir mal, den Wahy hat er nicht verstanden oder gar nicht gehört. Ist die Fitra allein ausreichend für das Belangen dieses Menschen? Die Fitra alleine? Die Fitra alleine ist keine Hujja. Deswegen sagt al-Hafiz al-Hakami, rahimahullah, er sprach über die drei Hujjaj, die Allah Ta'ala, mit denen Allah Ta'ala die Menschen ausgestattet hat. Einmal die Fitra, einmal der Verstand und dann die Offenbarung. Aber er sagte, dass diese ersten zwei nur unterstützende Hujjaj sind. Ganz alleine sind sie nicht ausschlaggebend. Alleine nicht Ausschlag geben. Die Fitra, wie gesagt, ist nicht die einzigste Vorgehensweise, um die Existenz eines Schöpfergottes zu beweisen. Denn man könnte auch sagen, dass die Fitra eher etwas Persönliches ist. Ist etwas Persönliches, etwas Individuelles. Man kann den Schöpfergott auch durch logische Schlüsse, ganz einfach logische Argumente und Schlussfolgerungen beweisen. Wir hatten im letzten Dars erwähnt, dass ein logischer Schluss, also in der sogenannten Syllogistik, das ist der Ilm al-Mantiq, die Logik, Syllogistik, die Lehre von Schlüssen, ein logischer Schluss basiert auf zwei Dingen, auf den sogenannten Prämissen, richtig? Ein Prämisse oder ein Vordersatz, noch eine Prämisse und dann gibt es eine Konklusion, also einen Schluss, eine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerungen müssen wahr sein, sie sind logische Wahrheiten. Sie sind logische Wahrheiten, vorausgesetzt, die Prämissen, also die Vordersätze stimmen. Dann sind das wahr. Ich hatte euch ein Beispiel gegeben mit alle Menschen sind sterblich. Prämisse A. Alle Menschen sind sterblich. Aman ist ein Mensch. Also, Konklusion. Aman ist sterblich. Richtig? Das ist eine logische Wahrheit. Das kann nicht falsch sein. Aber wenn die Prämissen nicht stimmen, dann ist die Konklusion auch nicht richtig. Wenn ich zum Beispiel sage, alle Menschen haben Flügel und Muharram ist ein Mensch, also hat er Flügel. Logisch gesehen, also ich meine nur jetzt nach den Aussagen, die Beziehungen unter den Aussagen, ist das richtig. Aber faktisch ist das falsch, weil die Prämisse nicht der Realität entspricht. Und nach diesen Schlüssen der Syllogistik kann man
auch gewisse Beweise für die Existenz Gottes formulieren. Wir hatten gesagt, dass wir uns mit zwei Dingen begnügen werden. Nun, unter anderem den Verursacherbeweis, Delilus Sababiyya nennen sie das im Arabischen, oder auch Delilul Hudus. Manche nennen das im deutschen Raum den kosmologischen Beweis. Und dann gibt es den sogenannten Delilul Itqan wal Ihkam. Delil al-Itqan wal Ihkam, manche nennen es Delilul Nizam, der Beweis des Feintuning oder Beweis der Ordnung. So wird es unter anderem genannt. Tayyib. Wir kommen zu 1, dem Verursacherbeweis. Der Verursacherbeweis, bevor wir zu den einzelnen Prämissen kommen, eine kurz gefasste Darstellung dieser Schlussfolgerung. Eine kurz gefasste Darstellung dieses Beweises. Diese Argumentation geht davon aus, und das wäre dann unsere erste Prämisse, dass das Universum nicht war, nicht existierte, und dann existierte. Es war nicht und dann war es. Also, das ist die erste Prämisse. Mit all seinen Bestandteilen. All seinen Bestandteilen. Oder wir reden einfach von der Materie. Die Materie, Raum und Zeit, war nicht und dann war sie da. Das ist die erste Prämisse. Entsprechend muss es das Universum als Ganzes muss eine Ursache außer sich selbst haben. Also eine Ursache außerhalb des Universums. Und das ist die zweite Prämisse. Die sagt, alles was nicht war und dann ins Sein gekommen ist, braucht einen Verursacher, einen Urheber, einen Bewegungsgrund. Einen Bewegungsgrund für das Dasein. Ich glaube, Aristoteles nannte ihn den unbewegten Beweger oder so. Weiß es jemand von euch? Also er sagt einfach aus, wenn etwas in Bewegung gerät, etwas bewegt sich nicht von sich selbst. Es braucht eine Ursache, die es ins Bewegen gebracht hat. Wie bei Dominostein. Der erste Stein muss fallen und das löst dann eine ganze Reaktion aus, fallen viele Steine hintereinander. Aber er sagt, diese Kette muss ja irgendwo enden, ne? Wirkung, Ursache. Irgendwann muss es enden, sonst kommt das zu einer unendlichen Kette und dann kann gar nichts existieren. Und deswegen nannten die Philosophen, sie nannten den Gott oder Allah Ta'ala, sie nannten ihn den Urbeweger. Also in Arabisch nennen sie ihn Al-Illatul Asliya. Diese zwei Prämissen, die wir genannt haben, sind selbst für den einfachen Menschen sehr nah und wahrnehmbar, auch instinktiv erkennt er das. Also es muss nicht unbedingt studiert und angelernt werden. Und wenn ihr euch erinnert, hatte ich die Aussage des Beduinen und Nomaden genannt, die Aussage von ihm, die genau auf dieses Prinzip hingeht, nur mit ganz einfachen Worten dargestellt. Er sagte, Al-Ba'ratu tadullu ala al-Ba'ir, والأثر يدل على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير. Der Dung von Tieren, wenn du Dung siehst, weißt du, hier war ein Tier. Der Dung von Tieren weist auf Tiere hin. Die Spuren auf dem Boden auf einen Marsch, dass jemand gelaufen ist. Der Himmel mit seinen Sternen, die Erde mit ihren Wegen, die Meere mit ihren Wogen, weisen sie denn nicht auf den Allhörenden, den Allsehenden? Das ist ganz einfach, in einer einfachen Sprache ausgedrückt, dieses Prinzip, über das wir sprechen, der Verursacherbeweis. Al-Atharu yadullu ala al-Masir. Al-Athar heißt die Spur. Wenn wir Spuren sehen, dann wissen wir, dass das von etwas hinterlassen worden ist. Wenn du ein Bild siehst, wenn du ein künstlerisch gestaltetes Bild siehst, dann weißt du, hier war ein Künstler am Werk.
Wenn du ein Gebäude, ein hervorragendes Gebäude siehst, und dann weißt du, hier war unter anderem ein Architekt am Werk. Ja. Wenn du eine technische Maschine siehst, dann weißt du, hier war jemand ebenfalls am Werk. Das ist dieser Dalil al-Athar. Tayyib. Die erste Prämisse lautet also, nochmal zurück zu den zwei Prämissen, schauen wir uns die genauer an. Die erste Prämisse lautet, das Universum war nicht und dann wurde es. Das ist die erste Behauptung. Die zweite Prämisse, alles, was nicht war und dann wurde, benötigt einen Verursacher und Urheber. Richtig? Das ist ein Axiom. Ein Axiom, das heißt eine unbestrittene Annahme. Dass die Wirkung eine Ursache braucht, das ist unbestritten. Aber eine Frage mal nebenbei, die jetzt diese Syllogistik betrifft. Wenn wir zwei Prämissen haben und zu einem Schluss kommen, ist da irgendwas Neues drin? Sind da neue Informationen drin? Diese Schlussfolgerung, beinhaltet sie irgendwelche neuen Informationen? La, sie beinhaltet keine neuen Informationen. Denn das ist nur eine, wir erklären nur die Beziehung zwischen den zwei Sätzen auf. Deswegen die Logik beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen den Sätzen. Mehr ist das nicht, da kommt nichts Neues raus. Keine neue Information, kein neues Wissen. Ist eigentlich, wo wir gerade auch das sprechen, wir behandeln ein paar Begriffe der Logik. Ist die Logik etwas Verbotenes, diese Wissenschaft? Sie wird ja als ein Teil der Philosophie betrachtet. Sie ist ein Teil der Philosophie. Ist sie daher auch etwas Verbotenes? Die Philosophie, die um das Wesen Allah Ta'alas handelt, um das Metaphysische. Sie ist verboten. Die Philosophie, die um das Metaphysische handelt, also das, was wir Al-Raib nennen, mit der bloßen Vernunft durch Deduktion und so auf Ergebnisse zu kommen, die über den Raib handeln, ist nicht legitim. Die Logik gehört auch dazu. Das ist das, was die Ilm al-Kalam nennen. Ilm al-Kalam, schon mal davon gehört? Die Logik. Warum ist die Logik legitim, wenn sie ein Teil der Philosophie ist, aber die Philosophie an sich verboten ist? Al-Akhdari, ein Gelehrter, der ein Lehrgedicht geschrieben hat, Sulam al-Munawraq, ein Lehrgedicht, das handelt über die Logik. Darin sagt er, er spricht über das Urteil der Logik, er sagt, die Gelehrten sind nicht uneinig über das Urteil davon. Er sagt dann, فَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَاوِي حَرَّمَ وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ. Ibn al-Salah und al-Nawawi ist al-Nawawi, haben es verboten. Und manche sagten, man sollte es kennen. Und dann nannte er noch eine dritte Aussage, die interessiert uns gerade nicht. Aber das ist ein Fehler. Die Aussage an dieser Stelle, die er hier hingebracht hat, ist ein Fehler. Warum? Weil hier geht es nicht um die Logik, die sich nur mit den Beziehungen, die mit den Schlussfolgerungen zu tun hat. Die Lehre der Schlüsse. Die Lehre der Schlüsse, wie anhand des Beispiels, das ich am Anfang genannt habe. Und die Aussageformen und die Schlussformen. Darum geht es gar nicht. Und darin gibt es auch keinen Khilaf unter den Ahlul Ilm, dass das legitim ist. Das heißt, Al-Akhdari, er schreibt einen Text über die Logik und zitiert dann die Meinungsunterschiede der Ahlul Ilm an dieser Stelle und nennt drei Aussagen, die aber eigentlich gar nicht um die Logik handeln, sondern um die Philosophie. Das ist ein Fehler. Die Lehre der Schlüsse, diese Syllogistik, die ein Teil der Philosophie ist, ist nicht verboten.
Und die braucht man auch, wenn du dich mit den Islamwissenschaften beschäftigst, führt kein Weg dran vorbei, die zu lernen. Selbst wenn du die arabische Sprache lernen willst, die Grammatik, musst du etwas in der Logik lernen. Wenn du den Sarf lernen willst, die Rhetorik der arabischen Sprache, du musst die Logik lernen. Warum? Weil sie Fachbegriffe der Logik überall eingebaut haben. Sind überall eingeflossen. In alle Wissenschaften. Und dann hast du ein Problem, wenn du diese Bücher liest und du hast nichts in der Logik studierst, du wirst vieles nicht verstehen. Also das sind die zwei Prämissen. Die erste Prämisse, haben wir gesagt, dass das Universum nicht war, nicht existierte und dann ins Sein gekommen ist, also neu entstanden ist. Nennen wir das, im Arabischen nennen sie das Al-Huduth, neu entstanden. Das ist mittlerweile fast unumstritten, dass das Universum unter den Physikern, dass das Universum nicht urewig ist. Diese Meinung hatte lange existiert, begonnen bei den griechischen Philosophen, dass das Universum ohne Anfang sei, ohne Anfang, dass es schon immer existierte. Ibn Taymiyyah sagt, dass einer der ersten, der diese Aussage tätigte, Aristo war. Aristo, so nennen sie im Arabischen, Aristoteles. Und das hat auch lange hier in Europa danach vorgeherrscht. Nennt man ja, glaube ich, dass die Anschauung des statischen Universums, glaube ich. Ne? Aber mittlerweile ist das fast unumstritten, dass das Universum einen Anfang hat. Da gibt es einen Physiker, der Paul Davis heißt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Meine englische Aussprache ist nicht so. Er sagt in seinem Buch Der kosmische Volltreffer, er sagt darin, die größte wissenschaftliche Entdeckung in unserer Zeit ist die, dass das Universum nicht schon immer existierte. Er bezeichnet das als die größte wissenschaftliche Entdeckung. Auch Stephen Hawking sagt das Gleiche aus in seinem Buch Eine kurze Zeitgeschichte der Welt. Eines der Bestseller ist das gewesen. Er hat eine kurze Zeitgeschichte geschrieben. Dann gibt es noch mal eine noch kürzere Version davon. Aber das Buch, das ist eigentlich so ein Buch für die allgemeine Menschheit geschrieben, also nicht auf einem akademischen Niveau, aber es ist trotzdem für einen Fremdling sehr kompliziert, also wenn du keine Ahnung von Physik hast, wie es bei mir der Fall ist, ist schwer zu verstehen, das Buch. Aber er sagt darin, solange die meisten Menschen das Universum für weitgehend statisch und unveränderlich hielten, gehörte die Frage, ob es einen Anfang habe oder nicht, in den Bereich der Metaphysik und Theologie. Dann sagt er aber, was man beobachtete, ließ sich mittels der Vorstellung von einem seit jeher existierenden Universum erklären, wie anhand der Theorie, es sei zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine Weise in Bewegung gesetzt worden, dass es den Anschein ewigen Bestehens erweckt. Man sagte doch, im Jahre 1929 machte Edwin Hubble die bahnbrechende Entdeckung, dass sich die fernen Galaxien, ganz gleich wohin man blickt, rasch von uns fortbewegen. Mit anderen Worten, das Universum dehnt sich aus, was wiederum bedeutet, dass in früheren Zeiten die Objekte näher beieinander waren. Es hat sogar den Anschein, als hätten sie sich vor ungefähr 10 bis 20 Milliarden Jahren alle an einem und demselben Ort befunden und als sei infolgedessen die Dichte des Universums unendlich gewesen. Mit dieser Entdeckung rückte die Frage nach dem Anfang des Universums in den Bereich der Wissenschaften. An anderer Stelle sagt er im gleichen Buch, er sagt, dieses neue Verständnis von Raum und Zeit veränderte in den folgenden Jahrzehnten unsere Auffassung vom Universum von Grund auf. An die Stelle der alten Vorstellungen von einem im Wesentlichen unveränderlichen, ewig bestehenden Universum
trat das Modell eines dynamischen, expandierenden Universums, das einen zeitlich fixierbaren Anfang hat oder zu haben scheint und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft enden könnte. Und Jahre später war sie auch der Ausgangspunkt meiner Beiträge zur theoretischen Physik. Aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie folgt, so wiesen Penrose und ich nach, dass das Universum einen Anfang hat und möglicherweise auch ein Ende. Das war die erste Prämisse. Die zweite Prämisse nochmal. Alles, was nicht war und dann wurde, benötigt einen Verursacher und Urheber. Du hast es kurz gesagt, dass, was wir im Arabischen Qanunus Sababiyya nennen, im Deutschen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das Wissen über dieses Prinzip muss nicht unbedingt angelernt werden. Das ist etwas, was man instinktiv kennt, auch ohne es anzulernen. Das gehört zu den sogenannten Al-Mabadi Al-Aqliya. Al-Mabadi Al-Aqliya. Das heißt, es gehört zu dem Grundwissen des Menschen, derartiges zu erkennen. Ibn Taymiyyah sagt darüber, über dieses Prinzip, er sagt, es ist unausweichlich bekannt, dass etwas Neuentstandenes einen Urheber benötigt. Und dieser Sachverhalt ist ein Faktum, durch die natürliche Veranlagung gewusst. Selbst bei den Kindern würde man ein unachtsames Kind schlagen, dann würde es sagen, wer hat mich geschlagen? Wer hat mich geschlagen? Was sagt es denn aus? Das sagt aus, dass das Kind weiß, dieser verursachte Schmerz in seinem Körper oder dieser Schmerz, der in seinem Körper entstanden ist an einer bestimmten Stelle, er hat eine Ursache von außen. Er muss verursacht worden sein durch eine wirkende Person. Durch eine wirkende Person. Das ist das Prinzip der Sababiyya. Würde man zu ihm sagen, niemand hat dich geschlagen, würde sein Verstand nicht akzeptieren, dass ein Schlag ohne eine wirkende oder wirkende Person entsteht. Ibn Hazm zählt auch einige dieser, ich nenne mal die instinktiven Erkenntnisse, Dinge, die man einfach instinktiv weiß. Er sagt, dazu zählt zum Beispiel das Wissen darüber, dass die Hälfte einer Sache kleiner ist als das Ganze. Die Hälfte einer Sache ist kleiner als das Ganze. Du kannst niemanden vom Gegenteil überzeugen. Richtig? Solange er natürlich geistig gesund ist. Du kannst niemanden davon überzeugen, dass die Hälfte einer Sache beispielsweise genauso groß ist wie das Ganze. Oder größer als das Ganze. Das ist einfach instinktiv gewusst. Das sitzt fest im Menschen, in seinem Bewusstsein, in seinem Gehirn. Und dann sagt er, und dann zählt er eine Reihe solcher Erkenntnisse auf, die man nicht anlernen muss. Und dann kommt er zu dem Punkt, der uns hier interessiert. Er sagt, und das Wissen darüber, dass jede Handlung nur von einem tätigen Wesen ausgehen kann. Und dann nennt er ein Beispiel dafür. Er sagt, wenn das Kind etwas sieht, das Kind sieht etwas, dann fragt es, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Und es wird ihn nicht überzeugen, wenn man sagt, es ist von selbst geschehen. Wir kommen also zu dem Schluss, wir kommen dem Ende nahe, wir kommen zu dem Schluss, dass alles, was nicht war und dann wurde, nicht ewig ist. Es hat einen Anfang. Der Wechsel vom Nichtsein zum Sein, von der Nicht-Existenz zur Existenz, geschieht entweder ohne das Wirken eines wirkenden Wesens oder Person oder mit seinem Wirken. Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn etwas nicht war und dann in die Existenz gekommen ist, dann gibt es diese zwei Eventualitäten. Entweder ist es geschehen durch das Wirken, durch den Einfluss einer wirkenden Person, eines wirkenden Wesens oder ohne seinen Einfluss. Bei A, die Eventualität Nummer 1, widerspricht dem logischen Verstand des Menschen. Widerspricht dem logischen Verstand des Menschen, dass
etwas nicht einfach ohne ein äußerliches Wirken stattfinden kann. Und der Mensch lebt auch sein Leben nach diesem Motto und diesem Prinzip, dass alles auf Ursachen beruht. Jede Wirkung beruht auf Ursachen. Dein ganzes Leben ist danach gerichtet. Dein ganzes praktisches Leben. Also muss B die richtige Konsequenz sein. Weil wenn B die richtige Konsequenz ist, also dass das durch ein Wirken von einer tätigen Person oder eines tätigen Wesens entstanden ist, dann kommt hier wieder eine Möglichkeit, kommen zwei neue Möglichkeiten hinzu. Und zwar, dieser Urheber, der Urheber oder diese Ursache ist entweder ein Teil selbst der entstandenen Materie oder etwas von außerhalb. Entweder ist diese Ursache, die diese Existenz oder die Materie, das Universum, gehen wir vom Universum aus, der das ins Sein gebracht hat, die Ursache ist selbst ein Teil der Materie oder etwas von außerhalb. Weil A kann hier auch wieder nicht funktionieren. A funktioniert nicht. Warum? Denn wenn wir davon reden, dass es nicht existiert hat, es ist ja nichts, es war nichts. Und wenn wir dann sagen, dass die Ursache ein Teil der Materie war, dann heißt das, es war nicht, aber es war. Dann schreiben wir ihm zugleich die Eigenschaft des Nichtseins und die Eigenschaft des Seins zu. Und das ist widersprüchlich. Das funktioniert nicht. Also bleibt die andere Möglichkeit, und zwar, dass der Verursacher, der Urheber etwas ist von außerhalb, nicht Teil des Entstandenen ist. Na, jetzt kommen wir dann zu einem anderen Schluss. Bis hierhin können das viele nachvollziehen. Selbst viele Agnostiker oder Atheisten können das bis hierhin nachvollziehen. Aber sie sagen, beispielsweise sagen sie, gut, aber warum muss diese Urewige, warum muss dieses urewige Wesen Gott sein? Warum nicht einfach irgendeine Materie, die existiert hat? Oder sie haben noch einen anderen Einwand. Sie sagen, weil wenn wir damit argumentieren, dass es nicht sein kann, dass wir diese Kette von Wirkung und Ursache immer bis in die Urewigkeit zurückziehen, ja, dann sagen sie, wo ist denn das Problem, wenn wir davon ausgehen, dass es eine bestimmte urewige Materie gab? Die Gläubigen gehen ja auch davon aus, dass es einen urewigen Schöpfer gab, der keinen Anfang hat. Grundlegend muss erstmal gewusst werden, das ist der Teil, den ich hier noch erwähnen will, für heute, dass wir davon ausgehen müssen, oder ich stelle euch das anders vor. Wenn wir zu dem Punkt angelangt sind, dass es einen Urheber gibt und dieser Urheber ist von außen, also nicht selbst Bestandteil dieses neu entstandenen Universums, dann haben wir hier nochmal zwei Szenarien. Dieses Etwas hat auch einen Anfang. Dieses Etwas hat auch einen Anfang. Das ist die Frage, wer hat Gott geschaffen? Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Etwas Gott ist. Die Frage stellt sich ja manchmal, ne? Manchmal stellen Agnostiker oder Atheisten diese Frage, wer hat denn dann Gott geschaffen? Wenn man diesen Punkt, den ich jetzt erkläre, nur begreift, dann ist diese Frage eigentlich erübrigt. Sie ist allgemein eine paradoxe Frage, aber durch dieses Muster kann man das begreifen. Dieses Etwas ist also entweder, hat es auch einen Anfang oder ist es urewig? Und wir kommen zu dem Schluss, dass es urewig sein muss. Warum? Denn wenn es einen Anfang hat, wenn dieses Etwas, was der Urheber des Universums ist, auch einen Anfang hat, wie das Universum, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wer hat dieses Etwas geschaffen? Nach dem Prinzip, das wir genannt haben. Dann sagen wir, dieses Etwas hat auch wieder etwas geschaffen. Dieses Etwas hat auch eine
Ursache und ein Urheber. Und das kannst du dann bis ins Unendliche zurückführen und das ist logisch nicht haltbar. Warum? Ein Beispiel kommt gleich. Das nennt man im Arabischen Tesselzul. Ich glaube, im Deutschen nennt man das Zirkelschluss. Ich weiß aber nicht ganz genau. Zirkelschluss oder so in der Art, in der Logik. Und das ist logisch nicht haltbar. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses etwas auch einen Anfang hat und diese Kette immer weiterführen, dann kommen wir zu dem Schluss, das Universum kann gar nicht bestehen. Das Universum kann gar nicht sein, also müssten wir auch nicht bestehen. Wir können auch nicht sein. Warum? Ein Beispiel. Stell dir mal vor, ein Hochverbrecher. Ein Hochverbrecher wird verurteilt, er soll hingerichtet werden. Der Henker, man sagt, der Henker wird dazu angehalten, jetzt den Hochverbrecher hinzurichten und er sagt, ich kann das nicht tun, bis ich von einer höheren Instanz den Befehl erhalte, dies zu tun. Die höhere Instanz sagt das Gleiche. Ich kann das nicht ausführen oder ich kann es dem Henker nicht befehlen, bis der Befehl von oben kommt. Wenn es immer so weitergeht, jeder hat einen über sich und jeder führt das zurück auf den, der vor ihm ist, kann es zur Hinrichtung kommen. Wenn wir aber sehen, der Kerl ist hingerichtet worden, wovon gehen wir aus? Irgendwo hat es Halt gemacht bei der höchsten Instanz, die den Befehl erteilt hat. Also wir gehen dann ganz offensichtlich, zweifellos davon aus, dass es irgendwo eine höchste Instanz gab, die den Befehl erteilt hat. Und genauso ist es auch mit der Wirkung, Ursache-Wirkung. Irgendwo muss es eine urewige Ursache geben, die selbst unverursacht ist. Urewige Ursache, die selbst unverursacht ist. Ja, diese Argumentationsweise oder den, was wir genannt als den Verursacherbeweis genannt haben, darauf weist auch der Koran hin an einigen Stellen. Abgesehen davon, dass er logisch ist, auch der Koran weist in einigen Stellen auf diesen Delil hin, zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'alas, أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا. Gedenkt der Mensch denn nicht, dass wir ihn zuvor erschaffen haben, wo er doch nichts war. Nichts. Nichts Existierendes. Und er sagt, قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُوا شَيْئًا. Und er sagte, so wird es sein, dein Herr sagt es. Das ist mir ein leichtes. Und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. Und ebenfalls erwähnt Allah Ta'ala dieses Phänomen oder diese Hujja etwas offensichtlicher in der Aussage. Am khuliqu min ghayri shay. أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُقِنُونَ. Wurden sie denn aus dem Nichts erschaffen? Aus dem Nichts, also dass sie keinen Schöpfer oder Urheber haben, der sie erschaffen hat. Das ist die erste Möglichkeit. Allah Ta'ala nennt hier drei Möglichkeiten. Wurden sie aus dem Nichts erschaffen? Zweite, oder haben sie sich selbst erschaffen? Also hat die Materie, die entstandene Materie, sich selbst erschaffen? Und das geht nicht. Weil was nicht existiert, kann sich nicht selbst erschaffen. Aus dem Nichts kommt nichts. Und dann die dritte Möglichkeit. Und zwar, dass sie erschaffen worden sind. Die ersten zwei schließt man mit dem logischen Verstand aus. Dann bleibt die dritte Variante, die dritte Möglichkeit, und das ist die Aussage, dass es einen Schöpfer gibt, einen Schöpfergott. Ja, das war der Dalil al-Huduth, Dalil al-Khalq, Dalil al-Sababiyya. Im nächsten Dars, inshallah, sprechen wir über den Beweis des Feintuning oder der Ordnung. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.